Herzlich willkommen. Ich möchte in diesem Workshop ein Beispiel zeigen, wie Komponieren am Computer oder mit dem Computer heute aussehen kann. Denn ich selber schreibe seit 5 Jahren meine eigene Kompositionssoftware, die Coetize, Calculated Objects in Time. Das programmiere ich selber, weil es im Bereich der neuen Musik, dem ich mich verpflichtet fühle, da einfach noch zu wenig gibt. Und los geht's. Das ist sozusagen mein Notenblatt. Das aber jetzt das erstmal logisch gleich ist wie sonstige Notenblätter auch. Wir haben hier die X-Achse, auf der die Zeit ist, und die Y-Achse, auf der die Tonhöhen sind. Allerdings habe ich kein 5-Linien-System, wie Sie sehen, sondern ich habe hier ein 88-Linien-System in äquidistanten, also in gleichen Abständen. Und als Orientierungsmarken habe ich hier zum Beispiel, das ist der Kammerton A, und die etwas dunkleren Linien in der Horizontalen, das sind immer die C. Das ist 3-gestrichene C, 4-gestrichene C und das 5-gestrichene C. Das ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, diese äquidistante Darstellung, aber mit der Zeit geht das für mich gut. Und es ist nicht nur eine Logik des Computers, dass er nun mal in Quantitäten rechnet, sondern ich würde auch sagen, es ist eine Logik von Atonalität, wo eben FIS keine Akzidenz mehr ist. Ich habe jetzt leider mit dem Beamer ein kleines Problem, nämlich, ich zeige mal kurz, wie das bei mir zu Hause aussieht, so aber nicht zu Hause. Ich habe 3 große Monitore mit vielen offenen Fenstern. Hier habe ich jetzt nicht nur einen Monitor, sondern auch noch einen kleinen Monitor. Ja, so ein Beamer hat keine so hohe Auflösung. Ich muss jetzt alles ungefähr in diesen Bereich reinquetschen. Das wird ein bisschen unkomfortabel, aber es ist schon. Das nur kurz zur Erklärung. Wo bin ich hier? Gut, jetzt also auf diesem Notenblatt kann ich anfangen, Noten zu schreiben. Ich habe hier links eine Klaviatur und jetzt kann ich hier zum Beispiel eine chromatische Tonleiter, schreiben, und das kann ich mir dann noch anhören. Das sind jetzt zum Beispiel mit Klaviersamples. So, und dann habe ich ja ein Metronom, kann ich da oben haben. Jetzt machen wir mal, das war gerade Tempo 60, nehme ich an. Jetzt machen wir es mal schneller. Nein, ich hatte schon ein schnelleres Tempo. Das habe ich vergessen, machen wir es jetzt mal 180. So. Und das sind jetzt also hier Halbtöne mit einer Repetition. Und kleinere Abweichungen kann ich aber auch eingeben. Ich habe hier noch diese Zahl da unten. Da kann ich jetzt zum Beispiel, machen wir jetzt mal den letzten Ton, einen Viertelton tiefer, also 50 Cent oder 54. Ich bin hier mit meinem Laptop ganz so geschickt. Ja, so ungefähr einen Viertelton abgesenkt. Das ist sozusagen doch ein Vorzeichen dann. Und um mal kurz diese äquidistante Darstellung nochmal zu demonstrieren, ich kann jetzt zum Beispiel, setzen wir hier ein Objekt, genau, die Lautstärke kann ich hier durch die Höhe dieses Objekts einstellen, zeige ich gleich nochmal, und wenn ich jetzt zum Beispiel das hier setze, so und so, dann ist das ein lupenreiner C-Dur-Akkord. Und ein bisschen langsamer. Und entsprechend, wenn ich jetzt das hier mache, kann sich jemand denken, was ist dann das? Genau, C-Moll. Das ist eben diese Darstellung, sagen wir mal, ein Particell. Das ist jetzt eben 488 Linien, das ist einfach alles drin. Und der Rhythmus ist eben eine konsequente Space Notation. Ich habe hier oben Zeiteinheiten, das ist eine sehr hohe Auflösung, 0, 500, 1000, 1500 und so weiter. 1000 Zeiteinheiten sind eine Viertelnote. Entsprechend ist das, was ich hier habe, sind Achtelnoten. Und hier wäre zum Beispiel zwischen der 16. Pause. Aber im konsequenten Space Notation. Ich habe zur Orientierung auch hier diese vertikalen Linien. Jetzt diese blauen, das sind zum Beispiel 16. Wenn man genau hinschaut, dazwischen gibt es noch so gelbe, das sind 32. Und dazwischen gibt es noch Quintolen und Sextolen. Und natürlich auch alles dazwischen, was man da nur machen kann. Ist natürlich, also diese zeitliche Auflösung ist viel feiner, als was normale Rhythmusnotation eigentlich schreiben kann. Und wie schon gesagt, also Lautstärke kann ich dann durch die Höhenverschiebung von so einem Objekt machen.
So, haben wir sein Crescendo. Ja, übersteuert jetzt hier gerade. Und jetzt, was Instrumente betrifft, wie gesagt, das hier sind Klaviersamples, und zwar Klaviernetze Forte. Ich habe eine riesige Datenbank. Hier sehen Sie Klavier, Akkordeon, Geige, Viola, Cello und so weiter, bis hin auch zu virtuellen Instrumenten, die es in echt gar nicht gibt, die ich mir nur selber gebaut habe. Aber zum Beispiel, schauen wir hier, Viola, habe ich dann eine riesige Auswahl, was so alles gibt. Viola, Arco Ordinario, Pianissimo, Mezzoforte Fortissimo, Arco Alto di Cello, Pianissimo, Mezzoforte Fortissimo, bis hin zu Klopfaktionen und Kratzen etc. Und das sind alles echt aufgenommene Samples. Ich komme darauf später wieder zurück. Aber das sind jedenfalls von echten Instrumenten und echten Menschen gespielte Samples. Und jetzt schauen wir noch zum Beispiel Trompete. Hier auch kann ich verschiedene Dämpfer, zum Beispiel mit Cup. Aha, oder Metal Straight. Okay, oder Practice Mute. Das sind jetzt Zufallsnoten. Oder Wawa. Okay, ne, haben wir das. So, gut, dann wähle ich jetzt mal hier aus, hier mit Dämpfer. Dann bekomme ich hier links meiner Klaviatur den Ambitus dieses Instruments. Und dann kann ich da, fangen wir mal hier an, kann ich jetzt hier eben die Noten setzen. Und so kann ich dann sozusagen, kann ich komponieren. Das ist erstmal so wie auch mit Bleistift oder Radiogummi auf dem Notenblatt in etwa auch. Ne? Nur, dass ich es mir auch anhören kann, diesen Samples. Kann aber auch mit einem MIDI-Eingabegerät dadurch Noten eingeben, also zum Beispiel ein Keyboard. So könnte ich auch Improvisationen aufzeichnen. Kann auch Glissandi machen. Machen wir mal das halt weg. Und hier jetzt ein Trompeten-Glissando, wenn das denn möglich wäre. Das soll jetzt hier sein Objekt, wo ich noch seine Glissando-Linie nach Belieben zeichnen kann. Nach Tempo 60 und dann hört sich das. Das ist natürlich relativ computerisiert. Und was ich auch machen kann, ist, jetzt wählen wir mal wieder das Klavier aus. Klavier. Mit sofort kann auch, wenn ich jetzt nicht einfach nur Ton für Ton hier setzen will, kann ich jetzt hier zum Beispiel auch solche grafischen Verläufe einfach einzeichnen. So, also sowas. Und übertragen das auf mein Notenblatt, dann sieht das so aus. Und hört sich dann ein bisschen schneller. So. So, und nochmal zurück zum einzelnen Notensätzen. Wo habe ich denn meine Phase gerade? So setze ich hier meine einzelnen Töne. Jetzt ist noch einer, das hier. Und natürlich, was auf dem Computer immer nahe liegt, ich kann natürlich Copy and Paste machen. So, und habe ich schon ruckzuck alles gleich mal verdoppelt und vervielfacht und kann jetzt hier anfangen, mal größere Tongruppen hier zu setzen. Machen wir doch mal hier so eine aufsteigende Bewegung und so und so und so und danach wieder abwärts. So, mal Tempo. So. Das ist die Klangqualität, entschuldigen, das liegt jetzt irgendwie nur an jeder Anlage. Das klingt sonst ganz okay. So, und das hätte ich jetzt mit Bleistift und Radiergummi hätte ich damit dafür natürlich jetzt schon mindestens eine Viertelstunde gebraucht, während das so ein paar Handgriffe waren. Und ein richtiges Musikstück von mir sieht dann zum Beispiel so aus. Das ist ein Stück für Ensemble, das ich vor ein paar Jahren geschrieben habe. Da haben wir jetzt hier diese kleinen, das sind schnelle Klaviertöne. Hier diese rötlichen Farben sind Holzbläser, die grünen sind Streicher und da unten sind Schlagzeuger.
Und das hört sich dann zum Beispiel so an. Und das kann ich dann auch in ein übliches Notationsprogramm übertragen per MIDI. Das ist jetzt nicht mit einem Knopfdruck getan, aber jedenfalls die Daten sind exportierbar und dann sieht das am Ende so aus und wird zum Beispiel vom Ensemble Moderne so gespielt. Nun, der weitere große Nutzen am Computer ist, dass der Computer eben selbstständig nach gegebenen Vorgaben einfach Arbeit erledigen kann. Das sind eben die sogenannten Algorithmen. Und mit meiner grafischen Oberfläche hier kann ich das hoffentlich da mal einen Einblick geben, was denn diese ominösen Algorithmen so machen oder machen können. Ich unterscheide da zwei Weisen von algorithmischer Komposition, nämlich die generativen Algorithmen und die editiven Algorithmen. Erstmal die generativen. Da ein ganz einfaches Beispiel, nämlich die Vorgabe ist, setze einen Ton und dahinter noch einen Ton, der einen Halbton höher ist als der vorangegangene und danach wieder einen Ton, der einen Halbton höher ist als der vorangegangene, also zu Deutsch eine chromatische Tonleiter. So, da haben wir sie auch schon. Und wenn ich diese Formel habe, dann ist es völlig egal, ob ich den dann 20 davon machen lasse oder 20.000. Und so kann man sich jetzt hoffentlich schon vorstellen, eigentlich alles, was nur irgendwie formalisierbar ist, da gibt es sehr viel Literatur dazu, also nur zum Beispiel so Fraktale oder Rekursionen, sowas ist sehr beliebt. Oder hier habe ich noch ein Beispiel dafür, die Fibonacci-Reihe, ist sehr beliebt. Wenn ich die zum Beispiel jetzt auf die Menge von Tönen einer aufsteigenden Skala anwende, dann würde das zum Beispiel so aussehen. Da habe ich jetzt eine Übertragung von der Fibonacci-Reihe in Töne, würde dann so klingen. Und das sieht natürlich schon sehr Xenakisch aus. Wie gesagt, sehr beliebt, da gibt es viel Literatur dazu, den will ich jetzt nicht so sehr nachgehen. Dann, das nächste, was aber grundsätzlich eben noch ein Computer parat hat, ist der Zufallsgenerator. Jetzt habe ich hier wiederum eine Skala, aber jetzt wird immer per Zufall entschieden, ein Halbton aufwärts oder einen Ganzton aufwärts. Und so gibt es dann einen Wechsel von Halb- und Ganztonschritten, der dann zum Beispiel so aussieht. Oder so aussieht. Oder so aussieht. Oder so aussieht oder so. Jedes Mal ist es anders. Ja? Und so, wenn wir gleich noch mehrere aufeinander lagern, sieht das so aus. Und was ich jetzt sehr gerne mache, ist, dass ich erstmal performen, mir da was generieren lasse. Und jetzt habe ich hier meine Oberfläche und kann einfach sagen, ach komm, nee, mach doch mal die da oben hin. Da möchte ich das am Anfang ein bisschen dicker haben, dann erstmal ein bisschen ausgedünnt und dafür dann am Ende möchte ich mal so eine Sequenz abwärts haben. So und so und so. Also wo ich dann wieder ganz intuitiv einfach vom Hören her und mit meinen Eingabegeräten darauf reagiere und jetzt mal schauen. Okay, ja, so kann ich, da geht es so hin und her. Und dann komme ich zur anderen Arbeitsweise, die, was ich schon nannte, die editiven Algorithmen. Das zeige ich jetzt immer anhand eines Beispieles. Ich habe eine kleine Miniatur vorbereitet, die hört sich so an. Ein bisschen übersteuert, aber ein bisschen. Ja, das sind zu lange. Okay, das ist jetzt immer meine Vorlage zu Demonstrationszwecken, diese kleine Miniatur. Jetzt habe ich hier zum Beispiel, das habe ich jetzt sozusagen, sagen wir, von Hand komponiert und jetzt soll mal der Computer daran weiter komponieren.
Zum Beispiel auf diese Weise, ich sage, er soll einfach ein paar Töne miteinander, sollen die Plätze tauschen. Also zum Beispiel könnte es sein, dass jetzt hier dieser Piccolo-Flötenton da oben, dass der jetzt gleich da links steht und stattdessen ist der Klavierton, der da war, steht da oben oder so. Was aber jetzt genau passiert, werden wir erst gleich erfahren, denn es ist nicht voraussehbar, was passiert, weil ich jetzt immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeite. Das heißt, also Stochastik, ich gebe hier eine Wahrscheinlichkeit und zum Beispiel sage ich jetzt, okay, es sollen so 32% aller Töne sollen miteinander vertauscht werden. Welche das sind, werden wir jetzt erst gleich sehen. Zack, aha, gut, der Piccolo-Flötenton hat tatsächlich zum Beispiel den Platz gewechselt. Schon ein bisschen anders, oder? Jetzt machen wir mal viel mehr. Jetzt sollen mal 75% aller Töne sollen die Plätze tauschen. Aha, sieht so aus. Dadurch wird das Ganze durcheinander gewirbelt. Oder jetzt machen wir wieder das, immer das Ausgangsbeispiel und ich lasse jetzt die Tonhöhen zufallsversetzen. Ich gebe wieder eine Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal wieder so, okay, 27% aller Töne sollen in der Tonhöhe versetzt werden und zwar bis zu einer Oktav, bis zu 12. Er macht eine beliebige Transposition aus allen möglichen Transpositionen zwischen 1 und 12. Und mal schauen, was dann rauskommt. Aha. Die Aufwärtsbewegung ist noch erkennbar, aber es ist etwas verunklärt. Und wenn ich jetzt mal eine ganz große Variabilität gebe, sagen wir mal bis zu 3 Oktaven, 36 Halbtöne, soll es geändert werden, dann wird es natürlich mehr durcheinander. Dann bleiben wir noch bei den Tonhöhen, das ist jetzt ein ganz einfaches Verfahren. Die gute alte Umkehrung, ich mache einfach eine horizontale Spiegelung, ich gebe eine Achse an, sagen wir mal das 3 gestrichene C, das ist die MIDI-Nummer 84. So, und dann ist es natürlich die Umkehrung. Dann kommen wir zum Rhythmus. Jetzt lasse ich mal die Zeitpunkte zufallsversetzen. Sagen wir wieder, gebe mal ja, 45% aller Töne sollen auf der Zeitachse verschoben werden, und zwar machen wir es nicht allzu viel, mal um maximal 250 Zeiteinheiten, also ungefähr ein 16, wenn man es anders notieren würde. So, dann jetzt ein bisschen holpriger, machen wir noch mehr, einfach nochmal denselben, nehmen wir es. So, dann wird das Ganze stollender. Oder natürlich das Pendant zu die Spiegelung, jetzt auch in der Vertikalen. So mache ich den guten alten Krebs an der Achse von 2500 gespiegelt und jetzt. Ja. Und da sieht man auch, mir gefällt zum Beispiel jetzt gut, bam, Abwärtsskala und dann ein Akkord. Das finde ich, hat eine musikalische Qualität. Das könnte ich jetzt rauskriegen. Der Computer hat natürlich überhaupt keine Musikalität. Der macht einfach mit einem Zufallsgenerator Änderungen und dann probiert man halt rum. Es kommt sozusagen viel Müll dabei raus, aber dann kann irgendeine Perle dabei rauskommen, die picke ich mir dann raus. Machen wir weiter. Dann eine Drehung. Das Ganze ist ja, kann man wirklich als Grafik ansehen. Mal gar nicht irgendwie in musikalischen Parametern denken, sondern wie es auch Xenakis gemacht hat. Einfach mal, ich sehe hier eine Grafik und die behandle ich jetzt wie eine Grafik, wo ich zum Beispiel eine Drehung mache. Ich drehe das Ganze mal nochmals um 10 Grad von einem fixen Punkt aus. Dann nehme ich jetzt mal wieder das 3 gestrichene C. Und dann wird es flach. Oder nochmal. Oder nochmal. Es wird ein bisschen nach oben gedreht. Und jetzt ist es soweit, dass aus meiner Skala ist einfach noch eine gerade Linie geworden. Während was vorhin als Akkord war, ist jetzt ein Arpeggio. Ja, klingt doch vielleicht auch ganz hübsch. Und dann zur Form. Hier habe ich einen Form-Remixer geschrieben. Jetzt teile ich
diese Vorlage, sagen wir mal, in drei Teile. Ich könnte es auch in 17 oder in 44, was auch immer. Ich teile es mal in drei Teile und diese drei Teile sollen per Zufall in eine neue Reihenfolge gebracht werden. Schau mal. Ha, so. Ja, und wenn ich natürlich jetzt machen wir es extrem, das Ganze in 17 Teile, dann wird es natürlich entropisch. Er schiebt es dann zusammen. Dann habe ich noch einen Effekt, den Glissando verschmiere, jetzt sollen einfach mal alle Töne in Glissando kriegen. Ein Zufalls-Glissando, ich spiele jetzt langsam mal ab. Geht natürlich in der Wirklichkeit gar nicht. Ein Beckenschlag mit so einem Glissando, das ist nur relativ schwierig umzusetzen. Dann bleibt es halt Computermusik. Dann zum Rhythmus. Jetzt kann ich eine rhythmische Quantisierung machen. Ich könnte jetzt mal ganz wild natürlich das durcheinander bringen. Und jetzt soll es aber wieder mal hier ein ordentliches Raster gebracht werden. Ich habe hier nur als ein Beispiel 2 zu 1 zu 3. Reiterhythmus, bam, bam. Als Grundwert machen wir mal 16, das sind also 250. Und zack, so, jetzt haben wir alles in den Rhythmus gebracht. Dann wieder die Vorlage, jetzt mache ich eine Ausdünnung. Jetzt sage ich einfach mal, komm, mach mal 50% weg hier. So. Und jetzt machen wir nochmal ein bisschen was weg. So, und jetzt fragmentiert. Und jetzt das Gegenteil. Jetzt setz doch mal ein paar Töne hinzu. Sag mir doch wieder mal, mach mal noch 50% dazu. So. Woher sind diese Töne denn jetzt gekommen? Muss man ja fragen, weil das. Was hat der Computer da komponiert? Nun, das Algorithmus funktioniert so: er schaut erstmal, was sind hier für Instrumente. Also, wenn er jetzt neue Töne hinzufügt, dann kommen da auch nur Klavier- und Piccoloflöten und Schlagzeugklänge dazu. Und einfach mit einer gewissen Variabilität macht er irgendwie ähnliche Tonhöhen, ähnliche Dauern, wie die vorhanden sind. Also kann ich einfach mal, wenn mir nicht mehr genug einfällt, kommen, dann mach halt mal was dazu. So, und so kann ich natürlich dann immer dichteres Zeug. Ich muss jetzt leise abspielen, damit das nicht übersteuert. Das kann ich hier nicht. So. Oder machen wir mal so, jetzt habe ich sozusagen meine Defizite als Komponist. Mir fällt einfach an mancher Stelle fällt mir nichts ein. Es sind Lücken in meinem Notentext und ich sage, komm, mach du mal weiter. Füll doch mal bitte die Lücken auf mit einer gegebenen Variabilität. Sag mal wieder so im Rahmen von einer Oktav. Setzt du jetzt in die Lücken neue Töne ein. Hier diese langen Töne, die hat er eingefügt. Oder machen wir mal die klassische Diminution, einfach die Verdopplung der Notenwerte. So, ich spiele es ein bisschen langsamer ab. Oder machen wir nochmal eine Diminution. Das sieht so aus. Sagen wir mal Ornament-Effekt. Da könnte man noch mehr Variabilität mit einbauen. So, um es jetzt nochmal ein bisschen zu exemplifizieren, diese Algorithmen, jetzt 6. Ich habe hier 3 verschiedene Möglichkeiten, katholisch, real oder Nachbar. Fangen wir mit Nachbar an. Also es ist einfach so, jetzt hat immer 2 Objekte machen Kinder. Das heißt, man könnte angeben, bis zu 2 Kinder, also das heißt entweder 0, 1 oder 2 Kinder, machen die jetzt. Und Nachbar heißt dann immer die 2 benachbarten Notenobjekte. Die machen jetzt Kinder. Ich mache mal überhaupt keine Variabilität, das heißt, dass genau immer der Durchschnitt zwischen den 2 Nachbarn rauskommt. So, das sind jetzt Eltern und Kinder. Ich könnte aber auch eine größere Variabilität. Es ist natürlich, in der Wirklichkeit ist ein Kind ist nicht genau der Durchschnitt zwischen Mutter und Vater. Da gibt es ja Mutation oder irgendwelche Gene noch von den Großeltern, die mit reinkommen. Machen wir erstmal eine gewisse Variabilität rein. Dann wird es schon ein bisschen bunter. Und jetzt machen wir mal noch mehr Variabilität. Jetzt sozusagen kommen auch noch die
die Enkel dazu und das ist jetzt unsere Großfamilie. Ja, gut, dann katholisch ist ziemlich ähnlich. Katholisch einfach auch immer zwei Objekte bleiben einander treu und machen Kinder, mal bis zu fünf vielleicht, die Katholiken. Und dann sieht das so aus. Aha. Ach, diese blöde. Also es klingt so, also nicht so verzerrt, die Situation, probieren wir das nochmal. Gut, jetzt klingt besser. Okay, und aber das wirkliche Leben sieht ja wieder ein bisschen anders aus. Im wirklichen Leben hat man vielleicht doch wechselnde Partner und manchmal fällt auch, haben überhaupt keine Partner. Und dann sieht es so zum Beispiel aus, da gleich noch die Enkel dazu. Gut. Das mal so als einige Möglichkeiten. Ich habe da noch wesentlich mehr Module, die ich da komponiere erstmal. Komponieren heißt für mich unter anderem solche Algorithmen zu programmieren. Also ich habe da noch etliche Sachen wie Lautstärkeänderungen, Geschwindigkeitsänderungen, Uminstrumentierung etc. Da ist in der Fantasie wirklich wenig Grenzen gesetzt. Und ich habe es jetzt immer nur an diesem kleinen Beispiel gezeigt. Ich hoffe, man kann daraus irgendwie doch ableiten, dass da kann man wirklich, zum Beispiel wenn ich so eine Partitur habe und auf die jetzt alles Zeug anwende, dann kann da schon einiges Interessantes rauskommen. Also jetzt ganz anschaulich ist tatsächlich den Algorithmus, den ich 6 genannt habe. Das ist gar kein Witz, das hat einen wissenschaftlichen Namen, das sind die evolutiven Algorithmen. Also so wie die Evolution eben funktioniert, mit Mutation und Selektion. Die Mutation, die entsteht in dem Fall durch den Zufallsgenerator. Die Selektion, die geschieht dann durch mein Ohr, weil ich einfach sage, gut, du, sagen die Harten und die Starken überleben halt. Das heißt in dem Fall die ästhetisch Starken, dich finde ich gut, du darfst bleiben. Der Rest fällt weg und dann gefällt mir zum Beispiel nur ein kleines Gebilde und dann mache ich als nächstes auch Variationen nur von diesem einen Gebilde und so ist wie eine neue Tierart entsteht. Ja, das sind die evolutionären oder evolutiven Algorithmen und der Clou ist halt, dass ich hier durch den Zufallsgenerator Sachen bekomme, die ich selbst mit der größten Fleißarbeit selber einfach nicht, da könnte ich nicht drauf kommen. Irgendeine Formel, die was generiert, Fibonacci-Reihe, das könnte ich noch von Hand hier auch schreiben. Aber ich kann natürlich auch von Hand Würfel werfen, aber da sieht man wirklich, wie viel schneller sowas geht, wenn ich das am Computer mache. Und so geht dann die Arbeit einfach hin und her. Das ist dann sozusagen der Koitus zwischen Mensch und Maschine. Und mal als Beispiel, wie dann eine Partitur von mir aussieht, das ist ein Stück, was ich dieses Jahr komponiert habe, für 6 Instrumente und Elektronik, das in Darmstadt aufgeführt wurde. Zum Beispiel die ersten 3 Minuten sehen da zum Beispiel so aus. Im Netz kann man sich das auch anhören. Dann kann ich natürlich meine Module auch zu spezifischen Effekten zusammenschalten. Ich zeige das an einem Beispiel noch. Ich zeige es mal anhand der chromatischen Tonleiter. Oder an der Zufall. Machen wir die Zufallsskala. So, das ist eine Zufallsskala. Jetzt habe ich hier ein paar Dinge verschaltet. Ich habe hier eine Vervielfachung. Das heißt, ich mache einfach eine Kopie von dem hier. Und zwar an derselben Stelle lasse ich das jetzt 3-mal duplizieren und dann mache ich von all dem, lasse ich die Tonhöhen zufallsversetzen, machen wir mal so, von 67% werden die Tonhöhen ein bisschen versetzt, so um maximal 3 chromatische Schritte und den Zeitpunkt von, sagen wir mal, 85% wird der Zeitpunkt versetzt um bis zu 250 Einheiten. So, und zack. Aha. Dann wieder mal so eine etwas unregelmäßigere Aufwärtsbewegung.
In einer Bildbearbeitungssoftware würde man diesen Effekt Blur nennen, das Verwischen. Man könnte es aber auch den Gerhard-Richter-Effekt nennen. Gerhard Richter ist bekannt geworden mit seinen Verwischungen in Öl. Und in einer Bildbearbeitungssoftware wie Photoshop, ich habe es mal ein bisschen rausgeschrieben, haben wir zum Beispiel diese Effekte, Blur, Sharpen, Edge, Noise, Enhanced Photo, 3D-Effekts, Artistic-Effekts, Schönheit-Effekts, etc., noch viel mehr in den Untermenüs dann. Stellen Sie sich jetzt mal vor, wir haben keinen Photoshop, sondern ein Pendant dazu im Klang, was ich jetzt mal Soundjob nenne. Dann würde ein Menü vielleicht so aussehen an Effekten. Okay, ich habe die Lachenmann-Effekte, Xenakis, Nono, Riem, Fuhrer, Förnichau, Pathos, Avantgarde, erweiterte Spieltechniken, Fragmentierung, spektrale Effekte. Nun, das halte ich für einigermaßen realistisch. Ob das jemand wirklich so programmieren wird, ist vielleicht in der neuen Musik nicht so schnell zu erwarten. Aber zumindest manche Aspekte meiner Software gehen in diese Richtung. Ich halte es für realistisch. Das sind ja etablierte Techniken, die im 20. Jahrhundert entwickelt wurden. Und die kann man, natürlich kann man Stilkopien, so gut wie nun mal Stilkopien sein können, nicht mehr, nicht weniger. Aber selbstverständlich ist denkbar, natürlich Xenakis sowieso, aber auch Patterns wie Gerd Fuhrer, sie hat, das ist formalisierbar. Brian Ferner arbeitet schon seit einigen Jahren selber mit einer Kompositionssoftware für seine eigene Musik. Und mehr erweiterte Spieltechniken in den vorhandenen Notensatz einbauen, fragmentieren und spektrale Effekte so Zeug, das ist absolut möglich. Und ich würde sagen, es passiert ja auch beim Noten von Handschreiben, passiert es aller Orten in der neuen Musik. Also das ist eigentlich erstmal die postmoderne Situation, dass all das, was aus dem 20. Jahrhundert bekannt ist, kann zusammengemischt werden und es wird zusammengemixt. Das ist sozusagen auch philosophisch schon längst etabliert. Der Unterschied ist jetzt eigentlich nur, dass mit dieser Software das jeder machen kann. Ja, mit ein paar Klicks ist sofort eigentlich mal ein kleines, passables, neues Musikstück zusammensetzbar. Das kann auch der Unbedarfteste auch noch machen. Und so kann man sich das auf jeden Fall vorstellen, dass man mit den Studenten, dass man das nutzt. Und dann sieht man eben als ästhetische Konsequenz aber auch, wenn es natürlich jeder machen kann, sozusagen auch jeder Depp, und der größte Depp, der Computer, der kann es schon alleine machen, dann ist die unbedingte Konsequenz, dann muss dem was hinzugefügt werden vom Menschen, dann muss dem was Originelles dazu einfallen, was Konzeptuelles, was das dann wiederum einzigartig macht. Dann möchte ich noch kurz über diese Samples sprechen, die auch ein Novum sind, diese riesige Datenbank an Samples. Also ich rede eben nicht von piepsigen MIDI-Klängen, sondern von hochwertig aufgenommenen Einzelsamples von echten Instrumenten und echten Menschen gespielt. Das gibt es jetzt erst dank heutigen Speicherkapazitäten und weil es jetzt halt auch erst Menschen weltweit gibt, die nach und nach zu dieser großen Datenbank was beisteuern. Und es hilft natürlich ungemein. Es ist schon ein bisschen kurios, dass sozusagen das Urbild des Komponisten im 20. Jahrhundert war Beethoven. Der Komponist im 20. Jahrhundert saß am Schreibtisch und war taub. Man kann sich vielleicht was am Klavier natürlich ausprobieren, aber für die Musik des 20. Jahrhunderts in ihrer Komplexion und auch in der Klangfarbenvielfalt wird es natürlich immer schwieriger, das einfach nur sozusagen als Klavierauszug noch erst auszuprobieren. Also ich glaube, der meiste Fall war dann schon, dass man quasi taub am Schreibtisch saß und sich eben alles imaginiert hat. Dagegen ist erstmal prinzipiell nichts zu sagen. Ich finde auch im Unterricht, mit Musiktheorieunterricht, muss man immer wieder natürlich darauf bestehen, dass Leute sich auch mal nur Klang im Kopf vorstellen können. Trotzdem würde ich, was das Komponieren betrifft, daraus aber nie eine Norm machen. Letztendlich muss man sich es auch nicht künstlich schwer machen und sich das zu verbieten, wenn schon die Möglichkeit besteht, wenn es um Instrumentation und so weiter geht, sich das nun mal in dieser Simulation anzuhören. Und ich glaube, man kann da immer noch drüber das belächeln. Und mit Klavier oder Schlagzeug geht es schon relativ gut, aber eine Melodie auf der Geige ist schon relativ schwer, um Samples zusammenzusetzen, sodass sich das halt irgendwie realistisch anhört. Aber ich glaube, wir sind da erst am Anfang. Das ist eine Technik, die erst gerade anfängt, die erst gerade erprobt wird.
da kann noch viel draus werden, glaube ich. Nun, ich fange an zusammenzufassen. Was kann also der Computer komponieren? Zunächst kann er Noten darstellen und ausdrucken und ich kann selber Noten schreiben oder wie auch immer eingeben am Computer. Also mein Paradigma bei diesem Workshop ist jetzt die Partitur. Ich kann es mir anhören mit den E-Player-Samples. Dieser Ausdruck E-Player stammt vom Philosophen Harry Lehmann. Also es ist eine virtuelle Abspielfunktion, die eben immer realitätsgetreuer wird. Vom Soloinstrument bis zum Orchester, da gibt es im klassischen Bereich die Vienna Symphony Library, kennt man vielleicht. Und jetzt in der neuen Musik ist gerade vor wenigen Wochen Contemple von Thomas Hummel erschienen, der seit 10 Jahren wie ein besessener Instrumenten-Samples aufnimmt und eben auch im Bereich der neuen Musik mit all diesen erweiterten Spieltechniken, und das ist jetzt auch käuflich erwerbbar. Wie bitte? Was kostet das? Ich glaube 600 Euro. Das ist nicht so teuer. Das ist jetzt, bitte nochmal nachschauen auf der Webseite, aber ich glaube, es ist so in der Größenordnung. Das ist nicht so teuer. Contemple. Dann kann ich selber Noten produzieren am Computer mit den Algorithmen, eben zum Beispiel mit festen Formeln wie Fibonacci-Reihe oder Fraktale, solche Sachen. Ich kann Zufallsgeneratoren einsetzen, zum Beispiel Markov-Ketten sind da ein beliebtes Verfahren, mit dem man Variationen einer gegebenen, ähnlich wie die Sache, die ich da gezeigt habe, Variationen einer schon gegebenen Musik erstellen kann. Und das geht eben bis hin zu Stilkopien von schon bekannten Stilen, was ebenfalls Harry Lehmann hat den Ausdruck zuerst verwendet, ein Soundshop als Pendant zum Photoshop. Manche kennen vielleicht die Arbeit von David Cope, Musiktheoretiker und Komponist in den USA, dessen Lebenswerk eigentlich daran besteht, mit Software die Musik Bachs nachzuschreiben. Und die Ergebnisse finde ich sehr verblüffend. Was ich jetzt aus Zeitgründen ganz ausgelassen habe, ist, was eigentlich erstmal ganz Standard ist in der Computermusik, ist die Klangsynthese und Klangbearbeitung, also Klanganalyse und Klangsynthese. Mein Paradigma war jetzt hier einfach die herkömmlichen Instrumente. Mein Plädoyer geht dafür, für Kooperation, ein Hin und Her. Man sollte jetzt weder glauben, dass der Computer alles selber macht, noch soll man das jetzt verteufeln und sich dem verweigern, sondern ich würde einfach sagen, man soll die jeweiligen Stärken nutzen und im Hin und Her, also dadurch, dass wir selber was eingeben können. Und der Computer stellt es dann dar, das können wir wiederum anschauen und dann verändern. Und der Computer kann das dann wiederum bearbeiten und er kann es abspielen. Und dadurch, dass wir das dann wieder mit unseren Ohren hören, kann ich das dann wiederum ändern. Und so geht dann der Koitus hin und her. Und als zweites plädiere ich unbedingt für Originalität. Eben weil so viel schon machbar ist, was tatsächlich sich erstmal nicht so schlecht anhört. Also man bedenkt so ein Stück wie Williams Mix von John Cage, diese 4,5-minütige Extrem-Collage, daran hat er ein halbes Jahr lang gesessen und Tonbänder geschnitten. Das kann man heute in einem halben Tag machen. Und wenn das so ist, dann muss man eben mal wieder eine neue Idee haben. Wenn einem so viel Arbeit schon abgenommen wird, dann ist das sehr witzlos. Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass man sich als Künstler heute mit dem Computer beschäftigen muss. Computer sind derart Teil unserer Lebenswelt, im Guten wie im Schlechten, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und ganz pädagogisch würde ich sogar sagen, dass man durch das Komponieren am Computer auch lernen kann, wie Maschinen überhaupt arbeiten und wie sie eben in vielen Lebensbereichen mit uns mitarbeiten. Also, ich finde es sehr spannend zu verfolgen, was Algorithmen schaffen können und auch was sie nicht schaffen können, wo sie immer besser werden. Und das kann man eben bei der Musik sehr gut nachvollziehen, wo es eine Mischung ist aus Mathematik und Expression, um das mal kurz zu sagen. Und dasselbe passiert ja irgendwie auch dann mit computergesteuerten Drohnen, mit Staubsaugerrobotern, bei den Amazon-Empfehlungen oder was eigentlich hinter diesem minimalistischen Suchschlitz bei Google passiert. All das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen, wenn man Musik macht am Computer. Und da sieht man auch mal schön, was für eine Tragweite Musik hat. Noch ein paar Buchempfehlungen, wen es interessiert.
sozusagen ein Kanon an den etablierten algorithmischen Verfahren hat vor ein paar Jahren Gerhard Nierhaus veröffentlicht auf Englisch, Algorithmic Composition, Paradigms of Automated Music Generation. Das ist dann der Kanon. Wer es wesentlich philosophischer haben will, dem empfehle ich Der kreative Zufall von Klaus Mainzer. Das sieht so harmlos aus, ist, zumindest für mich war das sehr schwierige Literatur. Was auch die Frage ist, gibt es zum Beispiel überhaupt Zufall? Oder ist Zufall einfach nur ein Wort dafür, dass wir nicht gut genug sind zu erfassen, was passiert, wenn man einen Würfel wirft? Unterliegt das nicht eigentlich auch einfach nur mechanischen Gesetzen? Wir können nur nicht all die Parameter verstehen. Und dann ist das halt Zufall. Sehr philosophisch. Dann, meine Software habe ich in Pure Data programmiert. Das ist eine Open-Source-Software. Die ist frei, kostenlos im Netz erhältlich. Und wer möchte, der kann das mit meinem Tutorial lernen. Aber er kann es auch kostenlos im Netz. Dasselbe Buch ist auch unter dieser Adresse frei verfügbar. Dann sind manche Aspekte, die ich hier gebracht habe, wie das algorithmische Komponieren, diese Idee von einem Soundshop, der Stile der neuen Musik initiieren kann, oder diese virtuelle Abspielfunktion E-Player, wird auch durchaus kontrovers diskutiert. Vor 2 Jahren ist da das Buch Musikästhetik Digitalisierung, eine Kontroverse, herausgekommen im Wolke Verlag, das Harry Lehmann, Klaus-Steffen Markov und ich bestritten haben. Und speziell jetzt die Software, die ich hier da vorgestellt habe, da gibt es auch in diesem Buch, was jüngst erschienen ist, bei mir erhältlich ist, gibt es einen Text, der Cold heißt, der ungefähr in Schriftform ist, was ich hier gerade Ihnen präsentiert habe. Und man darf gespannt sein auf diese Publikation, die in den nächsten Wochen erscheint, von dem Philosophen Harry Lehmann, Die digitale Revolution der Musik, eine Musikphilosophie, in der manche dieser Ideen noch weitaus kühner entworfen werden. Sicherlich, manches davon wird streitbar sein, aber auf den Streit freue ich mich sehr. Was jetzt die Kunst betrifft, möchte ich mit der Frage schließen, wird Komponieren zu leicht? Braucht das Komponieren nicht auch stimulierende Widerstände, Anstrengungen, Unzulänglichkeiten und Verzögerungen, den produktiven Effekt des Fehlers? Nach nunmehriger Praxis ist die Frage für mich beantwortet. Die Gefahr der kontraproduktiven Vereinfachung besteht nicht. Ich finde, wir können froh sein oder wir müssen sogar froh sein über jede Erleichterung, die uns Maschinen liefern. Also ganz generell, nicht nur in der Musik. Es gibt ja noch genug Probleme auf der Erde, dass wir über jede Erleichterung froh sein müssen. Und so, glaube ich, ist es auch im Komponieren. Und selbst wenn jetzt die Maschine ohne Zutun ein Meisterwerk ausspucken würde, dann würde ich das auch begrüßen als Kunstfreund. Es kann irgendwie nicht um eine protestantische Arbeitsethik gehen. Und um Fehleranfälligkeit muss man sich bislang leider oder Gott sei Dank auch noch keine Sorgen machen. Oder selbst die Fehleranfälligkeit, die kann man auch noch simulieren. Jedenfalls finde ich es sehr zu begrüßen, dass der Computer dem Menschen Handwerk abnimmt, um nicht zu sagen wegnimmt. Denn dann gibt es keine Entschuldigung mehr für nur gut gemachte, aber unoriginelle Musik. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.